Mein Name ist Erich Ribolitz. Ich bin Bildungswissenschaftler, bin an der Universität Wien bis vor wenigen Jahren tätig gewesen. In der Zwischenzeit nur mehr als Lehrbeauftragter im Bereich der Lehrerinnen-Aus- und Weiterbildung bzw. im Bereich der Ausbildung theoretischer Pädagoginnen. Mein Thema oder mein Schwerpunkt ist sozusagen die Frage, was ist denn eigentlich Bildung bzw. was ist Erwachsenenbildung? Auf der einen Seite ist Erwachsenenbildung ganz klar definiert darüber, dass jedes Lernen, das über den Abschluss der ersten Bildungsphase hinausgeht, als Erwachsenenbildung bezeichnet wird. Die zweite Ausrichtung sozusagen, bei Bildung geht es grundsätzlich um Erkenntnis durch Wissen. Also es geht nicht nur darum, dass ich Wissen aufnehme und passiv in mir speichere, sondern dass dieses Wissen mich in einer gewissen Form verändert. Von Bildung kann man sozusagen erst sprechen, wenn es um die Erkenntnis geht, dass das Leben und die Dinge, die das Leben bedingen, einem rationalen Hinterfragen zugänglich sind, von Menschen erkannt werden können und dementsprechend auch verändert werden können. Es geht also nicht darum, dass ich irgendetwas aufnehme im Sinne von ich glaub's heute, sondern es geht darum, dass ich Dinge hinterfrage, dass ich durch Wissen mündiger werde, dass ich durch Wissen in die Lage versetzt werde, die Bedingungen meines Daseins zu durchschauen und zu verändern. Es gibt ein ganz interessantes Zitat des Deutschen Ausschusses für Erziehung und Unterrichtswesen, wo gesagt worden ist, gebildet im Sinne der Erwachsenenbildung ist jeder, der in der ständigen Bemühung lebt, sich selbst, die Gesellschaft und die Welt zu verstehen und diesem Verständnis gemäß zu leben. Also das ist ganz klar dargestellt, es geht um Verständnis. Es geht nicht nur um Aufnehmen von Wissen, es geht darum, dass ich dieses Wissen sozusagen mit meinem Dasein, mit mir und meinem Leben in Beziehung setze und daraus die Möglichkeit erwächst, meinem Leben gegenüber mündiger zu sein und nicht den Tatsachen, die mein Leben beeinflussen, hilflos ausgeliefert zu bleiben.